Jo Leute, willkommen zu meiner ersten Folge von Clash Royale. Ich habe schon, seit es auf Deutsch rausgekommen ist, heruntergeladen und gespielt. Mir fehlt die Legendary. Leute, ich komme einfach nicht auf Arena. Ist zu schwer für mich. Ich komme einfach nicht dahin und ich bin im Magic Clan. Ich gehe erstmal auf weg von diesem Tag, weil der ist irgendwie so behindert. Ich gehe einfach. Keine Ahnung. Gehen einfach mal hier rein. Ja, dann habe ich etwas für euch etwas vorbereitet, nämlich ein kleines Opening. Und ja, öffnen wir zuerst die Gratistruhen. Ah, Boogies, Barbaren, ja. Okay, Lakaienhorne, nicht so das Beste. Immer nur einen Bogenschütze, was soll das? Sperrkobolde kann ich jetzt auf Level 8 verbessern. Von der Grabstein. Nee, voll die schlechten Sachen. Okay, die Goldtruhe. Komm schon! Mann, okay, jetzt bitte. Legendary. Ich hoffe auf eine Legendary. Okay. Was? Oh nö, das waren 4. Auf jeden Fall wollte ich mit euch heute ein paar Live-Angriffe machen. Ich verbessere einfach meine Schweinereiter, weil den benutze ich sehr oft. Und ja. Ich habe alle Karten von Arena, von Ausbildung. Von Ausbildung bis Arena 4 bis auf den Lava-Hund, weil der eine Legendenkarte ist. Ich springe mir mal in einen Live-Angriff rein. Okay, wir kämpfen gegen den Tino aus dem Clan Clash Royale. Asla, er greift mich direkt mit einer Lakaienhorde an, kontere ich schnell. Oh, das war schnell gekontert. Okay, die Kobolde waren jetzt ein bisschen unnötig. Aber egal. Dann setzen wir die Bogenschütze. Jo, abgewehrt. Oh, der ist sogar ein Level 8. Oh, Kacke. Das wird ein bisschen zerstörerisch. Oh, wir haben den gerade noch mal so abgewehrt. Okay, den sollte mein Turm selber bekommen. Okay. Bis dato haben wir beide noch gar keinen Schaden gemacht. Nein? Oh, war das knapp. Ja, wir beide machen einfach keinen Schaden. Und er hat einen Vorteil, weil er auf Level 8 ist. Puh. Okay, regeln sie ja schon. Und ja. So. Sie läuft und läuft. Prinz. Hier kommt der Prinz. Wie immer elegant abgewehrt. Ja, bringt doch nicht. Halt nur das gleiche Spiel. Ich werde freezen, wenn er etwas dagegen setzt. Okay. Jo. Voll dumm gefreezed. Pfeile. Schaden wird er jetzt machen. Er hat Barbaren.
wäre ich ab mit Lakaienhorde. Kanone. Bumm. Muss ich freezen? Okay. Lakaienhorde wäre ich ab. Kobolde. Mini-Packer. Irgendwie alles so irgendwie komisch. Kein Schlagzeug bekommen. Ich habe zur Not noch den Freeze. Okay. Abgewehrt. Sorry, dass ich gerade so still bin, aber ich muss halt mich konzentrieren. Okay. Ich setze dagegen eine Lakaienhorde. Oh Gott. Oh Gott. Wieso setze ich eigentlich die Pfeile, wenn die Minionhorde fast down ist? Ich glaube, das wird neu entschieden. Was setze ich denn? Oh, lol. Wieder einfach zurückgekommen ist. Ich muss freezen. Die muss Kitterin freezen. Gutes Spiel. Boah. Echt nicht schlecht. Jo, ich würde mal sagen, machen wir noch einen Live-Angriff, ne? Weil der ja so komisch war, machen wir direkt den nächsten. Direkt die Lakaienhorde. Wir haben den Freeze bereit. Freeze. Ha, einigen Schaden machen sie. Viel aber auch nicht. Okay, ersetzt den Prinz. Ersetzt Prinz. Oh, auf die Stimme. Okay. Wird ein bisschen kritisch, weil wir halt etwas teure Sachen haben. Ich glaube sogar, er holt unser Turm weg. Okay, ja, er holt unser Turm weg. Schade. Er hat meinen Turm weggeholt. Mein Turm weggefetzt. Ja, okay. Egal, lass ich sie einfach schießen. Hoffentlich blockiert er nicht. Freezen! Der Freeze war ein bisschen dumm. Komm, ein Schlag! Jawohl! Kanone. Bogenschütze. Och Mann, Alter, der ist so stark. Der ist Level 6 erst. Ist aber echt nicht schlecht. Ich habe nie Taktiken, also. Bitte. Okay, 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 er macht ordentlich Schaden. Mann, wir brauchen Double Elixier. Dann kann ich ihn besser kontern. Das ist halt das Ding. Okay, jetzt geht die Party ab. Double Alexi. Okay. Wieso verteidigt er nicht? Muss man schnell freezen. Gewonnen. GG, Mann. Ja, lach mich aus. Genau. Okay. War irgendwie ein bisschen schlecht gespielt von mir, aber was soll's. So, komm. Noch ein Live-Angriff. Superhero. Oder keine Ahnung. Okay.
Doppelangriff. Er wird schon auf Vorab. Was? Er wird nicht auf der anderen Seite? Dann werde ich mal seinen Turm holen. Etwas zu spät gesetzt, aber was soll man machen? Ja, okay. Oh, sorry. Ja, muss kurz kontern, ne? Sonst wird er mein Tower weg. Bin irgendwie gerade so richtig konzentriert aufs Spiel. Ne? Mann! Es leckt auch richtig bei mir. Ja, alles klar. Hä? Es leckt voll bei mir. Okay, ich habe auch so schlechtes WLAN. Man, es leckt voll, dass wir gleich einen Turm wegholen. Da muss ich schon etwas aufpassen. Mann, wieso leckt? Mann. Oh Mann, das wird echt kritisch. Okay, das wird echt kritisch. Prinz. Los! Prinz! Prinz, Prinz, Prinz. Los, Boogies. Kann jetzt endlich mal Double Alexi Time sein? Oh Mann. Ja, endlich. Bam. Ich setze einfach nur irgendwas. Muss ich ja. Sonst holt er mich weg. So. Oh nein, jetzt habe ich extra gefreezed. Oh Mann. Kann die Türe sich mal beeilen? Oh, wieso geht der Mini-Packer da lang? Der Mini-Packer ist so ein Idiot. Och, wo gehen denn die Lakaien hin? Och, ihr Lakaien, ihr seid so dumm. Los, beeil dich. Jawohl. Gewonnen. So. Endlich. Eine Silbertruhe. So, das war's für diese Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.